Hallo, meine lieben Freunde, was geht, was geht, was, guten Abend, guten Tag. Es ist dein Lieblings-YouTuber James Bray und ich reagiere heute auf die besten Tinder-Profile. Korrekt, dass ihr auch Chats gesendet habt. So, we're gonna be going over some interesting Tinder messages from y'all. You know what I'm saying? Like, people be saying the most wild things. And, you know, it's hard to believe that people are this bold. It is hard to believe that people are this bold, but we're here. And if you guys are new to the channel, willkommen. If you guys are returning viewers, willkommen zurück. We post videos every single day, audio and talk. All I ask is that you guys abonniert diesen Kanal and like the video. Bitte, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. It means a lot to me and the community. Let's not waste any time and let's see what Unsympathisch T-Fowl, aka Sasha, has in store for us today. Los geht's! Ah ja, hier ist der Fehler. Moment. Yeah, this is funny as fuck. I reacted this in a... Moment, jetzt muss ich nochmal... In a meme compilation yesterday. That shit was funny as hell. Chris Kort wahrscheinlich. Jetzt müsste ich ihn hören. Okay, let's see. Bro. Jetzt höre ich ihn. Perfekt. Heute ist endlich soweit. Heute schauen wir endlich die Tinder-Profile an, die ihr mir eingesendet habt. Profile. Tinder-Profile. Hörst du mich? Yo, fucking Montana Black's like, oh my god, bruh. Hörst du mich? Vor ein paar Wochen habe ich euch gefragt, ob ihr mir ein paar Profile zukommen lassen könnt. Danke an diejenigen, die auch Chats eingesendet haben. Und ganz speziell ein großes Dankeschön an die Dame oder an den Mann, ich weiß nicht genau, die einen Chat von Quizduell eingesendet hat. Dazu aber später. Ich selber hatte noch nie Tinder oder ähnliches. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, was für Profile und Chats wir gleich sehen werden. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Profil oder Chat Nummer 1. Ich habe keine Ahnung, je nachdem, wie Luca es sortiert hat. Let's go. Josie. 18. 18. Ich möchte einen Mann. Ich möchte einen Mann, der um mich kämpft, wie ein Allmann um seine... Oh my god. So, ich möchte einen Mann... der um mich Kampf, wie Almen um seine Point 5 Euro. So basically, like, I would like a man who is around that fights me like an Almen. It's, I would want a man who is around fights me like an Almen. It's 50 cents Euro. 50 Cent. Josie 18, ich hoffe, du kommst aus der Nähe Hamburg, weil wenn ich das Wort Allmann höre, fällt mir so... Oh, damn, my battery died, dog. What the hell? Oh my god, hold on, guys. Hold on. We gonna fix this, man. We gonna learn today. We gonna learn today. Come on, wait a minute. Let's go. I should have seen this coming. Come on, ready? Oh. Let's go. All right. See, that's why I like my new webcam, because my new webcam don't die, but this one, this is my old webcam, aka my camera. Okay, boom. Shit, how the fuck did this? Okay, cool. Awesome. All right. Back to the... What? Eine Person ein. Das ist mein Kleingeld aus 4 Jahren, circa. Aber wenn sie... 4 years. Trimax saved that glass jar for 4 years. I bet you he only got like 5 Euro in that thing, bro, altogether. Jemanden sucht, der wie ein Allmann um seine 50 Cent kämpft. Warum nimmt sie nicht gleich den Allmann? YouTuber lost Tinder problem. Tinder aktuell fällt nach Video 18 degrees, lol. Alexandra, 24 Kilometer entfernt. Okay. Shisha, Tattoos, Nurse. Unsere Beziehung wäre wie Nintendo... We can play Nintendo 64. 64. Klassischer Spaß für viele Stunden. Klassischer Spaß für viele Stunden. Alles geht wieder. Und alles geht wieder, wenn man bläst und ach. Bro, go back, go back, go back, go back. Wait, what? Klassischer Spaß für viele Stunden und alles geht wieder, wenn man... Okay. So it's like, I'm trying to read this because it's fucking tiny as hell. It says unsere Beziehung. So it says, yeah, unsere Beziehung war wie Nintendo 64 klassische
Spaß für viele Stunden und alles geht wieder, wenn man blast und das Ding wieder reinsteckt. Oh my god, bro. It says our relationship with the world would be like Nintendo 64, classic but fun for many hours, and everything works again when you blast and put the thing. When you blow and put the thing back in. Or blast and put the thing back in. Bro, that is fucking crazy. Y'all are wildin', bro. Where was this Tinder profile without... Yo, I'm telling you, G. What the fuck? Bliss und ach du Scheiße. I believe in miracles. Direct super like. When you came along. You sexy thing. You sexy thing. You. Alexandra, aggressiv Ansprüche schieben. Ich frage mich gerade, ob es Leute gibt, die dieses Video sehen und sich denken, hä, ist doch eine ganz normale Tinder-Beschreibung. Leute, wie gesagt, ich hatte noch nie Tinder, aber wenn ich Bro, das I'm lese... Bro, I'm telling you, I've seen the most wild descriptions. I feel like the craziest description I've ever seen, this chick was literally updating her life, like, by the week, it seemed. Like, every week, her bio would change and reflect another dude that she had talked to that didn't work out. She's like, why is it so hard to meet the right man on here? Like, everybody just has ulterior motives. Oh my god. It was funny as hell. Like, damn, bro. Sucht die Frau eine Beziehung? Life is really beating Nein. me down, sucht huh? die Frau einen Mann fürs Ain't Leben? Taking no Nein. kind of Die W's Frau nowadays. Sucht jemanden mit einem Nintendo 64. Moin, moin, meiner kleinen Freunde und herzlich willkommen. Sie ist einfach Krankenpflegerin. Ich glaube, ich muss mir heute noch irgendwas brechen. Oh. I believe in miracle. I believe in miracle. Verbesserung, Digga. Kai24. It's Kai. I know Kai. This is a different Kai. Kai is 24. Ich bin der Typ Mann, den du mit zu Mutti nach Hause nehmen kannst. Sie wird denken, der ist süß, charmant und irgendwie auch sexy und heiß. Sie wird sich im... Okay. So, ich bin der Typ Mann, den du mit zu Mutti nach Haus nehmen kannst. So, I'm the type of mom that you can take to your mom or something like that. Or something like, something after your mom's house. Like, you can take to your mom's house. She would think that is such a sweet, charming, and also hot and sexy man. She would sich in mich verlieben. Verlieben, ich mich in sie und wir heiraten. Dann bin ich dein Vater und stelle dich zur Rede. Was hast du? Whoa. Bro, these fucking, I'm telling these, I got, yo, listen, man, like, I'm gonna start, you know what I'm saying, like, I'm gonna start putting my friends onto some interesting ass bios. Y'all be too damn funny, bro. Basically, ich bin der Typ Mann, du mit zu Mutti nach Hause nehmen kannst. Sie wird denken, der ist süß, charmant und irgendwie auch sexy und heiß. Sie wird sich in mich verlieben, ich mich in sie und wir heiraten, dann bin ich dein Vater und stelle dich zur Rede. Was hast du in solchen Apps zu suchen? Bro, why do you have to look at so many apps? Basically, it's like, I'm the type of man you go with to take home to mom. And then, of course, what I said earlier, she thinks you're sweet and sexy and da-da-da-da. Then I'm your father and confront yourself. Why do you have to look at so many apps? Bro, Jesus Christ. In solchen Apps zu suchen. Beste Stiefvater ever. Beste Stiefvater. Zuschauerin, liebe Zuschauer, manche Leute schreiben in die Info ihre Größe, Augenfarbe, Lieblingsort, Lieblingsessen, Lieblingshaustier. Aber nicht Kai24, aka der Typ, der zu dir nach Hause kommt. 24 years old. The best stepfather in the world, bro. This man is protective. He looking out for your best interests. He claimed his dominance, man. He stuck his fork in the road, man. He said, I don't know whose whammy this is, but this is my whammy. Junge, da hast du den Salat. Tara, 1,81 Meter. God damn.
Tata's a dude, bruh. That's gotta be a dude. 1 meter, 81, 1.81 meters, bro. That's a dude, dog. It's normal. It is a dude. Who names their dude kid Tata, bro? I know it's 2021, but what the hell? Are we naming dudes Catherine too? I mean, maybe. I don't know. It's a new day and age, man. People are weird. 1,86 Meter mit hohen Schuhen. 1,20 Meter, wenn du dich gut anstellst. Wow. Y'all slick, bruh. Und jetzt würde ich euch nochmal drum bitten, euch daheim anzuschnallen. Moment mal, ich glaube, die sind immer noch angeschnallt von 3 Wochen. Hier hat jemand bei dem Aufruf, bitte sendet Tinder-Profile. Listen, man, it might be snowing outside, but reading these comments warms my heart. It's not snowing outside, it's Florida, it warms my heart. Einfach mal einen Chat von Quizduell eingesendet. Wer chattet auf Quizduell? Ich wusste nicht mal, dass man da chatten kann. Hallo, darf ich fragen, wie alt du... Oh, people in the damn DMs with this thing, bro. Alright, hallo, darf ich fragen, wie alt bist du? Du bist 22. Okay. Ich bin 35. Alt? Wofür? Bin hier. He said, I'm 35. Is that too old? Wofür? Bin hier nur zum Zocken. Nur zum Zocken. Zum Beispiel erotische Chats, Fantasienaustausch, Bildertausch. Wir sind immer noch auf Quizduell. Wie gesagt, ich bin hier nur zum Zocken. Warum nutzt du nicht die dafür gegebenen Apps? Weil es hier auch gut funktioniert. Well, hey man, it's all good, bro. Listen, like, you can be as old as you want to being on these apps. You just can't be messing around with underage people. Jesus Christ. I mean, well, there's only one person I feel like that happened to in Deutschland, but Jesus, like, it's like all the TikTokers in America don't get that message, you know what I'm saying? Like, it's crazy. I mean, in the Minecraft community, too. Not everybody in the Minecraft community here, but a lot of people in the Minecraft community. It's kind of crazy. Liebe Zuschauerin, bitte nehmt euch in Acht, auch auf Quizduell, man ist nirgends mehr sicher. Cons of dating me, schwanger, als würde man eine Bockwurst in den Tunnel werfen. Was passiert denn jetzt? Erst 21! Okay, first 21. Zickig, kann nicht saufen. Kann nicht saufen. So, schwanger, als würde man eine Bockwurst in tunnel werfen, ist 21. Zickig, that's how you say second? Zickig, kann nicht saufen. So, I don't drink. Untreu! Was soll denn da noch so dafür? So, what is the third one? Untreu? Oh, shit. Sprechen. Hey, ich kann nicht mehr schwanger werden. Oh, my God. Pros. Hey, ich kann nicht mehr... Oh, my God, bro. Hell. Bro, what the fuck, man? People be doing themselves out, my guy. That's fucking hilarious. Machen wir weiter mit einem Tinder-Chat. Wie gesagt, danke nochmal für die Einsendungen von den Tinder-Profilen. Die Zuschauer hatten einen Job. Hi! Man, yo, y'all got Sasha so stressed out. He had to bust out the bottle on him, bro. He had to bust out the damn bottle. Hey, hi. Wie geht's? Erzähl mal was über dich. Was möchtest du denn wissen? Liebst du mich? Oh, he's like, do you love me? Bro, who asked that dumbass question, man? Hey, man, next time Luca needs to unblur that man's face, because we need to all point at that man and laugh. Ha ha. Ha ha. You fool. 9? Yeah, of course, bro. Who the fuck would you... It's only been 3 messages, G. Like, you didn't let nothing simmer or nothing. Like, you can't be saying you love nobody, bro. Like, the fuck? What? Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Ich mag Oliven aus deinem Bauchnabel naschen. Entschuldigung. Ups, war Autokorrektur. Wie geht's? Wow. That's clever, bro. That's fucking clever. That's clever. All right. I'm gonna give y'all that one. That was clever. Oops, my autocorrect. Hey, yo, I know what I'm saying. I'm sorry. If it don't work, make it a twerk. You don't get it. No. Wahrscheinlich. Ich mag Oliven aus deinem Bauchnabel naschen. Autokorrektur, oder? Ich meine, klar, aus dem Stricken wird man ganz schnell. Aber bei Ich mag Oliven aus deinem Bauchnabel naschen gibt's nichts zu korrigieren. Das Ding wurde so abgesendet, unabhängig davon, wer mag denn gern Oliven aus dem Bauchnabel naschen? Auf jeden Fall lecker. Oh, ah, natürlich. Danke, Bro.
That's fucking creative, dude. Hey, low-key, I don't care what nobody say, Sasha low-key putting a lot of y'all on, bro. Sasha low-key putting a lot of y'all on, bro. He's like, hey, if you don't know how to get down in people's DMs, bro, watch this video. Sasha knows how to get down in them DMs, dog. I mean, like, at least they've been finding the most interesting DMs. He's spreading the wealth, man. He's like, listen, like, in case y'all ain't creative, let me show y'all a little something. Die Person, die im Chat von Elite Partner jetzt gesendet hat. Hi, bist du Veganer? Hey, bin ich? Ja. Elite Partner hat sie von ihnen. Wir bescheiden. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal, unsympathische Bau, noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Falls ihr da draußen noch auf lustige Tinder-Profile stoßt, dann sendet bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Kuss. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Wo liegt Frankreich? Frankreich ist das hier. Was? That's France. Ah nee, das war Portugal. Hakuna 1. Bro, I am terrible with flags. Oh my god, you guys know this. This is not good for your boy. Anyways, that was funny as hell. Funny as hell, man. If it looks like I'm tired, it's because I just woke up like not even 20 minutes ago. You feel me? You feel me? Anyways, I'm peacing out of here. It was awesome talking to you guys. I'm going to see y'all later. But until the next time, I do. Bis später, Leute. Ciao, ciao, ciao. Well, 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 what a pleasure it is to see all of your beautiful faces at the end of this lovely video. Subscribe if you haven't already. I'm sure you know, as I've mentioned in the past, we do have a Discord that's linked in the description down below, and we would love to have you a part of the world's greatest community ever. Bray Gang. Yes, if you've made it to this point in the video, you're officially a part of the community. So go ahead, join the Discord server. Link is in the description down below. And we also have other social media as well, like Instagram, Twitter. We're live. We go live on Twitch quite often as well. So it would behoove you to, you know, go ahead and subscribe to the Twitch channel at twitch.tv/JamesBrayGang. Join the cause and be a part of the greatest, literally the greatest, community ever. Okay, it's simple. Just go ahead and do those little things. We're trying to grow on all these little platforms and everything, and it really means a lot. Now, I know you guys stumbled up across the channel and you're like, what does this guy post? Like, what kind of content does he post? Reactions, vlogs, pretty much whatever comes to my mind. All right, it's random content. I don't know what I'm gonna be posting 10 years from now, but I do know that you can stick along for the journey, and it really means a lot. Now, for every single person that subscribes and follows all of the accounts that I have made, and all the links will be in the description down below, that's an automatic entry for any future giveaways I decide to have. I'll remind you when the giveaways take place, but you'll be surprised what I will be giving away because you guys have supported me so much up to this point, and it's only right that I do the same thing back. Thank you guys so much for being amazing, and I will see you in the next video. Take care. Peace.